Aktuelle Handys und Tablets verfügen über Bluetooth. Das gilt auch für moderne Laptops. Doch nicht jeder PC ist Bluetooth-fähig. Deswegen zeige ich dir jetzt, was du machen musst, damit du deinen Bluetooth-Kopfhörer mit dem PC verbinden kannst. Als erstes benötigst du einen sogenannten Bluetooth-Dongle. Das ist so ein kleiner USB-Adapter, der fast so aussieht wie ein USB-Stick. Aber wieso jetzt gerade den hier? Ganz einfach, der hat bei Amazon 13.000 Bewertungen, da kann man nichts falsch machen. Link unten in der Videobeschreibung. Diesen Dongle steckst du jetzt in den USB-Anschluss deines PCs. Warte nun kurz, denn der Dongle wird automatisch von Windows erkannt und eingerichtet. Währenddessen versetzt du deinen Bluetooth-Kopfhörer jetzt in den Kopplungsmodus. Meist musst du dazu die Power-Taste oder die Touchfläche lange drücken und halten. Die LED am Kopfhörer blinkt dann schnell blau-rot oder manchmal auch nur blau oder weiß. Zurück zu Windows. Rechts unten in der Windows-Symbolleiste erscheint jetzt das blaue Bluetooth-Symbol. Rechtsklicke darauf und wähle Einstellungen öffnen. Im nächsten Fenster wählst du Bluetooth oder anderes Gerät hinzufügen. Wähle im nächsten Dialog Bluetooth und warte kurz. Die Umgebung wird jetzt nach Bluetooth-Geräten gescannt und dein Kopfhörer erscheint dann in der Bluetooth-Liste. Antippen und fertig. Der Kopfhörer wird jetzt automatisch als Ausgabegerät gewählt. Die Lautstärke lässt sich über einen Klick auf das Lautsprechersymbol in der Symbolleiste regeln. Willst du das integrierte Mikrofon des Kopfhörers nutzen, dann wählst du hier den Tab Aufnahme, dort suchst du den Kopfhörer, doppelklickst den und dann hast du die ganzen Einstellungen. Aber schalte jetzt noch nicht ab, denn viele von euch werden diesen einen Fehler machen, dann ist der Ton weg oder der Klang extrem schlecht. Schalte den Kopfhörer nach der Nutzung aus. Schalte ihn immer erst ein, wenn der PC hochgefahren ist und der Bluetooth-Dongle auch im PC steckt. Außerdem gibt es 2 Kopfhörereinträge in der Wiedergabeliste. Setze hier auf keinen Fall deinen Kopfhörer manuell als Standardgerät. Legst du hier nämlich den Kopfhörer mit der Hands-Free-Option als Standard fest, klingt der Ton wie aus einem Blecheimer. Sollte dir das doch einmal passieren, dann entferne den Kopfhörer komplett über die Bluetooth-Einstellung und verbinde ihn komplett neu, dann ist das Problem gelöst. Das war jetzt Windows 10, aber unter Windows 11 funktioniert das alles genauso. Dieser Dongle läuft übrigens auch unter Linux einwandfrei, hier seht ihr den KDE. Hier noch ein kleiner Tipp, willst du während des Betriebs zwischen deinen Bluetooth-Kopfhörern und deinen Lautsprechern wechseln, dann schalte die Bluetooth-Kopfhörer einfach ab, dann gehen die Lautsprecher automatisch wieder an. Mein Kanal gibt's nur dank deiner Unterstützung. Teilen, liken, abonnieren, alle Links findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bin raus und ciao.